Aber es gibt ja noch eine Unterabteilung. Und da befinden wir uns jetzt gerade. Und wir schauen noch einmal rum, was es hier so gibt. McLaren 650S Coupé. Noch ein Huracan, der verkauft ist. So eine sehr klassische Konfiguration, schwarz und beiges Leder von innen. Und erstaunlicherweise noch ein Huracan, der verkauft ist. Und natürlich ganz bekannt der Mantis grüne 650S Spider. An dieser Stelle Grüße nach England, ne? Schmi 150. Ist genau das gleiche Auto. Bisschen anders mit den gelben Noten, aber sonst eigentlich genauso wie das bekannte Schmi-Mobil. Aston Martin Rapid. Kommen wir nochmal zu einem Auto, was mir sehr gut gefällt, mit einer Farbe, die wir heute schon mal gesehen haben. Diesmal ein Vanquish mit China Grey. Natürlich auch schon verkauft. Ich muss sagen, hier diese Farbkombi gefällt mir richtig gut, ja, also zieht euch das mal rein, Leute. Ich weiß leider nicht, ob die Farbe auch wirklich so wirkt auf dem Video, aber die ist wirklich mega krass. Als nächstes nochmal McLaren 650S Spider. In einer richtig, richtig geilen Farbe. Leider steht hier nicht drauf, wie die heißt. Steht nur drauf blau und 219.000 Euro. Aber gefällt mir auch richtig gut. Wenn jemand weiß, wie die Farbe heißt, auf jeden Fall drunter schreiben. Würde mich mal interessieren. Vielleicht google ich das nachher auch nochmal selber. Gefällt mir jedenfalls richtig gut. So Leute, das war's hier von Lamborghini und McLaren soweit. Und ich würde sagen, wir fahren mal rüber nach Mercedes, was Mercedes noch so hat. Hä? Direkt in die AMG-Abteilung hoch und ich würde sagen, wir sehen uns da. Bis gleich. Ja Leute, wir sind angekommen bei Mercedes und hier fühle ich mich zu Hause. Ja, ihr wisst, ich arbeite selber bei Mercedes und leider nur nicht in der Niederlassung, sondern in einem Vertragspartner, kann man so sagen. Die Leute gucken schon, weil ich mich selber filme, aber egal. Und aber hier sind wir jedenfalls nicht in der richtigen Abteilung, hier bei den ganzen C-Klassen, A-Klassen und so. Wir gehen in die Männerabteilung, in die AMG-Abteilung und schauen mal, was es da so gibt. Let's go. So, und es geht schon ganz gut los. Erstes Auto. AMG GT in Gelb. Habe ich selber noch nicht gesehen in Gelb, muss ich sagen. Auf Bildern, klar, aber jetzt nicht in echt. Sogar ein GTS, wie ich gerade sehe. Und sieht echt mega aus, ja, muss ich wirklich sagen. Gefällt mir gut in der Farbe. Bin auch schon gefahren. Wie ihr ja vielleicht
wisst, wenn ihr mir auch auf Instagram folgt. Ja, mega geil. 4 Liter V8 Biturbo. Geht wie die Feuerwehr. Im Gegensatz dazu haben wir hier drüben noch was ganz anderes. G63 AMG. In mattgrau. Ja, ist natürlich das Urvieh, kann man sagen. Ja, das Biest. 5,5 Liter V8 Biturbo. Richtig coole Farbe auf jeden Fall, muss ich wirklich sagen. Steht auch hier dem Kasten wirklich gut. So, dann geht's hier weiter. S65 AMG. Mega geiles Auto, sieht man leider nicht oft. Haben auch wir als Vertragspartner so gut wie nie. Die Felgen. Leute, guckt euch die Felgen an, die sind mega pornös. V12 Biturbo, 630 PS natürlich. Was die 65er Modelle auszeichnen, sind ja immer hier unten die verchromten Lufteinlässe. Natürlich die Felgen. Nochmal, ja, mega. Ich würde es euch auch gerne mal von innen zeigen, aber leider sind die Autos hier abgeschlossen. Finde ich auch ehrlich gesagt nicht gerade cool, aber gut. Macht ja jedes Autohaus auch anders. So, hier auf der anderen Seite. CLS63 AMG Shooting Brake. Von innen, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Rotes Leder. Gefällt mir auch sehr gut, ist eine schöne Konfiguration. Jetzt hier eigentlich auch nicht zu sehen in der AMG-Abteilung. Ist recht dünn, muss ich sagen. War schon mal besser. Soweit sind wir hier eigentlich fertig, ne? Würde ich sagen. Ich gebe euch nochmal so einen kleinen Überblick, was es hier sonst noch gibt. Für die Leute von euch, die gerne B-Klassen, A-Klassen, SL und so weiter, GLA, so kleine Autos mögen. Ja, Freunde, so kommt also jetzt der erste Supercar-Vlog auch zu einem Ende. Ich habe mich nochmal zum Abschluss hier in den CLS 63 AMG gesetzt, wie ihr sehen könnt. Na komm, damit ihr mir auch glaubt, ne? Wir sind hier wirklich, ne, in einem AMG. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war mal was anderes, was ich eigentlich sonst bisher noch nie gemacht habe. Ich habe mich selber gefilmt, vor die Kamera gegangen. Ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen, ja. Und ich plane wirklich in der Zukunft auch da häufiger Videos zu machen, wo ich vor der Kamera stehe. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Video, möchte ich ja wirklich hoffen. Ne? Ich hoffe nicht, dass ihr jetzt sagt, Mensch, jetzt war es vor der Kamera, jetzt unsubscribe ich dich erstmal. Ne? Nee. Und ja, wir sehen uns dann, wie gesagt, hoffentlich im nächsten Video. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schöne Woche. Ja, wann auch immer ihr dieses Video guckt. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.